Willkommen zurück zu The Inquisitor. Da sind wir wieder und es geht weiter hier an der Jesus-Statue. Und ich muss mal eben tatsächlich ins Tagebuch gucken. Wir sollen wieder zur Kathedrale, genau. Da wird die Abendmesse abgehalten. Da sind wir beim letzten Mal ja schon eingetreten. An der Stelle, wie immer, herzlichen Dank an alle, die hier immer noch dabei sind, die kommentieren und Daumen geben. Ich danke euch sehr und freut mich, dass ihr euch das Spiel hier mit mir zusammengebt. So, hier wird auf jeden Fall ordentlich abgeprayt und da stören wir jetzt mal. Da ist Bruder Marat. In einem liturgischen Gewand. Seine Kutte und seine Haare müssen in der Sakristei sein. Umso leichter für mich, wenn ich die Schlüssel stehle und vor Ende der Zeremonie zurückbringe, wird Marold nichts bemerken. Ich muss mich beeilen. Okay, du bist ja ein Lümmel. Und als er vom Kreuz herabstieg, hier können wir nicht durch. Der Herr, geblendet von eurer Größe, habt ihr es gewagt, die Hand zu erheben gegen mich. Also brach ich das Kreuz, an das ihr mich genagelt hattet. Nun stehe ich vor euch und sage: So. Interessanter Stil. Interessant. Extravagant. Schönes Bild. Können wir uns noch so angucken? Interessant. Interessanter Stil. Hast du auch noch was Neues zu sagen? Schönes Bild. Schönes Bild mit dem Kopf auf dem Tablett. Das ist schön. Schön, schön, schön. Was ist das schön? So, da haben wir ein Schieberätsel. Okay. Warte. So. Verbum Domini. Lasst uns beten. Möge Jesus Christus uns die Kraft geben, unsere Feinde zu besiegen. Beten wir. Ach, das ist ja genau mein Humor hier. Dass sie immer stärker werden. Darum bitten wir dich. Beten wir für reiche Segen. Darum bitten wir dich. Ich bin total schlecht in sowas. Warte mal, guck mal, der Jesus da, also die linke Seite, die ist ja jetzt fast korrekt, korrektum. Die ist fast korrekt. Wenn wir jetzt nochmal eben so. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier gerade tue. So. Doch, warte. Guck mal, das unten, das ist ja jetzt schon gut. Und das Inri, das kommt nach oben. Das kommt nach oben. Warte. Darum bitten wir dich. Beten wir für die ungnädige Mutter Gottes, dass sie uns vor der Sünde der Barmherzigkeit bewahrt. Ach, Kacke. Nee. Ja, in echt wäre ich sowas von verloren an der Stelle. So, warte. Warte. Beten wir für unsere Missionare, dass sie die Herrlichkeit Christi mit dem Schwert. Das geht gar nicht. Oh Mann, ey. Aber das da oben habe ich ja auch noch nicht korrekt eingestellt. Unsere Feinde in Besiegte verwandelt. Darum bitten wir dich. Herr, beten wir für die Priester und die gesamte heilige Kirche. Ich muss das da oben ja auch noch irgendwie. Darum bitten wir dich. Herr, beten wir für reichen Segen in materiellen Dingen. Darum bitten wir dich.
Beten wir für die Eltern, dass sie ihre Kinder zu. Macht ja auch schon wieder gar keinen Sinn. Also pauschal glaube ich, dass dieses Stück, das wird wahrscheinlich da oben links in die Ecke kommen oder so. Darum bitten wir dich. Erhöre uns, beten wir für den Papst, dass er dem Beispiel des Herrn folgt und uns stets zurechtweist. Darum bitten wir dich. Erhöre uns, beten wir für die Sieger. Och Mann, sowas ist überhaupt nicht meins. Ich kann das nicht. Ich kann das überhaupt nicht. Und wahrscheinlich ist das kinderleicht. Warte mal, kann man das irgendwie resetten? Ich hätte wahrscheinlich direkt am Anfang einfach schon ganz anders da rangehen müssen. So. Ist das jetzt wieder die Ausgangsposition? Könnte sein, ne? Oder? Nee. Mann, das... Okay, ich muss das vielleicht zusammenschneiden, weil... Das könnte echt länger dauern. Befürchte ich. Das könnte echt länger dauern. Also ich würde... jetzt einfach mal schätzen, dass das Inri da oben hinkommt. So. Also eine Vorstellung von dem Bild habe ich. Ich habe aber überhaupt keine Vorstellung, wie ich irgendwie dieses Bild ansatzweise richtig schiebe. Oh. So. Aber guck mal, der da oben links, der macht auch gar keinen Sinn. Der kommt da unten hin. Okay. Beten wir für unsere Eltern, dass sie uns nicht mit der Rute verschonen, wenn wir sie verdienen. Darum bitten wir dich. So. Das ist richtig. Dass er dem Beispiel des Herrn folgt und uns stets zurechtweist. Darum bitten wir dich. Das untere Stück hab ich fertig. Jetzt kann es doch eigentlich gar nicht so schwer sein, das obere Teil hier irgendwie fertig zu kriegen. Für die ungnädige Mutter Gottes, dass sie uns vor der Sünde der Barmherzigkeit bewahrt. Darum bitten wir dich. Erhöre uns, beten wir zu Jesus, dem Rachsüchtigen, dass er uns in der Stunde der Vergeltung nicht zögern lässt. Darum bitten wir dich. Herr, beten wir für unsere Missionare, dass sie die Herrlichkeit Christi mit dem Schwert in der Hand predigen. Darum bitten wir dich. Herr, beten wir zu Gott, dass er unsere Feinde... Nee, warte mal. ...verwandelt. Darum bitten wir dich. So. Beten wir für die Priester und die gesamte heilige Kirche. Ich bin kurz davor. Darum bitten wir dich. Fehlt nur noch der Schlüssel. Gott sei Dank. Meine Güte, ey. Kleines Kinderpuzzle. Und Schlägi schafft es nicht. So, kann ich da jetzt ran? Den Schlüssel brauche ich noch. Da. Gut, dass der Kardinal sich da so krass einen upgrade. Man muss ja jetzt hier jede einzelne Schublade öffnen. Oh, Herr, erlöse mich und lass mich diesen Schlüssel finden. Mitte unten, pass auf. Mitte unten. Okay, dann einfach in der letzten Schublade. Ach. Ein Rätsel. Okay. Dafür brauchen wir noch einen Hinweis. Hier um die Ecke
waren auch noch Bilder. Interessant. Interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass auf einem der Bilder interessanter Stil des Rätsels Lösung ist. Camilla Rötlich. 242. Macht wenig Sinn, ne? Oh, oder? Nee, das hier ist ja jetzt der komplette Morgz. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Da wird es nicht weitergehen. Also muss irgendwo hier muss das Rätsels Lösung sein. Inri! Passt aber nicht. Beten wir für reichen Segen in materiellen Dingen. Darum bitten wir dich. So, hier haben wir alles geöffnet. Camilla Rötlich. Doch, Inri geht. Bin Horst, Alter. Okay. Dann war es mal wieder viel einfacher, als ich es mir gedacht habe. Natürlich geht Inri. Vier Buchstaben. Ach ja. So, wir haben alles. Nun können wir das hier öffnen. Und da ist der Schlüssel. Darum bitten wir dich. Geh in die Bibliothek. So, da macht es jetzt wahrscheinlich tatsächlich am meisten Sinn, wenn wir hier den Hinterausgang nehmen. Und dann schauen wir mal. Da hinten ist die Bibliothek. Ich hatte mich ja in der letzten Episode nicht beschwert, aber ich habe angemerkt, dass mir... Okay. Dass ich außer einer Schnellreisetür noch gar keine gefunden hätte. Da wurde mir jetzt aber in den Kommentaren mal freundlich klargemacht, dass ich wohl schon öfter mal in meiner Detektivsicht welche gesehen hätte und sie übersehen habe. Also von daher, Schnellreisetüren gibt es wohl einige, aber ich habe sie nicht wahrgenommen. Aber brauchen wir auch nicht. Hat ja bis jetzt auch alles so geklappt und deshalb geht das schon klar. So, wir wollen hier nach oben. Glaube ich. Das hier ist ja auf jeden Fall der Teil der Bibliothek, in den wir bisher nicht durften. Oder sollen wir noch höher? Oh, da ganz oben, da leuchtet was. Okay. Eben den Weg finden. So, also wir gehen ganz nach oben. Okay. Die Kardinalshände. Muss ein Geheimschloss sein. Okay. Die Kardinalshände haben wir ja schon mal gesehen. Da hinten brennt Licht. Ach, aber wo... Naja, die Dinger, die hat er ja wahrscheinlich an, ne? Gut, dann lasst uns mal suchen. Gibt's hier irgendwo ein Bild vom Kardinal oder so? Da hinten brennt Licht. Hier brennt auch Licht. Wir gucken uns einmal eben um. Es muss ja irgendwo einen Hinweis geben. Oder vielleicht sogar in meinem Tagebuch. Wo ist er denn? Da ist er. Ne. Also ich gehe davon aus, ich erinnere mich ja, diese Kardinalshände, diese Ringe,
Die hat er ja getragen. Und wahrscheinlich müssen wir dort oben einmal alles genauso einstellen, wie es beim Kardinal an den Fingern war. Aber ich habe mir natürlich jetzt nicht gemerkt, wie die Kardinalshände im Originalen aussahen. Deshalb schauen wir uns hier noch eben einmal um, ob wir irgendwo einen Hinweis darauf kriegen. Ich kann mich auch nicht mehr wirklich daran erinnern, wo das war. Das war ja... Oder irre ich mich da in seinem Büro? Beziehungsweise wahrscheinlich hat er die Dinger ja jetzt gerade an. Wir gehen nochmal hoch. Wir gehen nochmal hoch, gucken uns die Flunken da mal an. Vielleicht ist das auch... Vielleicht denke ich auch gerade wieder zu kompliziert und das lässt sich alles ganz easy irgendwie zurecht stellen. Aber es gibt mal ein paar Rätsel. Das ist ja gar nicht so verkehrt. So, hier, Flunken. Die Kardinalshände. Ja, ja. Muss ein Geheimschloss sein. So. Ring drehen. Ring wechseln. Geht auch. Ring drehen. Ach so, nee. Okay. W, M... Also ganz ehrlich, so komme ich da nicht drauf. Res. Nee. Das kriege ich so nicht hin. Aber vielleicht hilft uns jetzt tatsächlich mal das Tagebuch weiter. Die Kardinalshände, das könnte eine Art Rätsel sein. Ich schätze, ich werde es... Ja. Toll. Ganz, ganz toll. Der Bürgermeister war so unverschämt. Okay. Ich hab so... einfach das Gefühl, weil ich glaube, dass ich schon wieder viel zu kompliziert denke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir für die Lösung des Rätsels die Bibliothek verlassen müssen. So, hier steht nichts drauf. Von daher glaube ich einfach, dass irgendwo hier in der Bibliothek ein Bild oder so vom Kardinal ist, auf dem wir sehen können, wie die Ringe angeordnet sind. Weil, wie gesagt, dass wir für die Lösung des Rätsels jetzt noch irgendwo anders hin müssen, halte ich für falsch. Also schauen wir uns hier nochmal um. So, auf den Zwischenetagen ist nicht viel. Das ist zwar hier und da mal Licht an, aber es gibt hier keine Gemälde. Es gibt hier nichts, was man sich irgendwie angucken kann. Nur Bücherregale. Also ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass es hier irgendwie auf dieser Etage oder im Keller ist. Oder dass es eben ganz oben gewesen wäre, aber da war ja auch nichts. Und hier gibt es nichts. Wir gucken nochmal auf der anderen Seite. Da ist auch nichts. Also gehen wir in den Keller. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Das sind auch immer dieselben Gemälde. Nichts. Ja, Kacke.
Verfluchte. Wo geht's hier hin? Da geht's wieder raus. Mittlerweile ist es nicht mal mehr Nacht, also eigentlich, oder? War gar nicht Nacht, oder? Also gut, dann lasst uns mal eben... Ja, ja, Klappe zu. Lasst uns mal eben überlegen. Als der Kardinal seine Handschuhe ausgezogen hat, oder angezogen, oder sie uns gezeigt hat, das war auf jeden Fall, nachdem wir hier mit ihm geredet haben. So, und da ist er mit uns da lang gegangen. Da ist jetzt dicht. Jetzt können wir natürlich versuchen, ihm auf die Flossen zu gucken. Die Messe zu stören ist ein Sakrileg. Ich muss die Sakristei finden. Priester und die gesamte heilige Kirche, dass sie immer. Hier gibt's noch eine zweite Tür. Da passiert aber nichts. Ich gehe gleich in die Sakristei da rein. Darum bitten wir dich. Ich will nur einmal eben gucken. Also ich bin mir ziemlich sicher, als er mit uns hier rumgelaufen ist. Dass sie ihre Kinder zu rachsüchtigen und machthungrigen. Da ist er mit uns hier irgendwo verschwunden. Darum bitten wir dich. Ach, verdammt ich, ey. Das ist auch falsch. Wenn wir sie verdienen, darum bitten wir dich. Die Tür ist dicht. Kommen wir hier an den Dschungs vorbei, ja. Kommen wir auch nicht durch. Okay, dann bleibt uns nur da hinten dieser Kristall. Beten wir für die Sieger, denn nur sie werden ins Paradies kommen. Darum bitten wir dich. Oder ist er mit uns hier durchgegangen? Da sind die Dinger. Okay, was haben wir hier? Deus. Ja. Schönes Bild. Ja, das will ich mir aber gar nicht angucken, Kollege. Okay, es könnte so einfach sein, wenn man aufmerksam ist. Deus Vult. Deus Vult. Deus Vult. Okay, kann ich mir merken. Deus Vult. Also zurück in die Bibliothek. Und dann hacken wir das mal eben in die Fingerchen rein. Gut, dass er 357 Mal Herr Erlöse uns runterprayen muss. Dingelingelingeling. So, jetzt aber Hurtig, Mortimer. Und danach müssen wir auch noch den Schlüssel wieder zurück in die Sakristei bringen. Dann können wir dann auch den Seiteneingang nehmen. Das hat jetzt schon wieder alles viel länger gedauert, als es hätte dauern müssen, weil ich manchmal auch so arg verplant bin einfach. So, aber Deus Vult, das haben wir. Jetzt müssen wir hier nur noch mal eben die Treppen hochflitzen. So. Vielleicht ist das auch schon wieder eventuell etwas fürs Thumbnail. Muss ein Geheimschloss sein. Muss ich mir mal überlegen. So. Also. Deus. Vult. Deus Vult. Ja, Gott hat es so gewollt. Okay. Oh, das zweite Glocken. Die Glocke läutet zweimal. Die Zeit läuft ab. Ja, ja.
Da sind viele Sachen. Ehrwürdiger Kardinal, ich sende euch wie versprochen die Formel für Schersken. Ihr seid euch zweifellos darüber im Klaren, dass es mich eine Menge Zeit, Mühen und Opfer gekostet hat, sie zu erlangen. Ich hoffe, ihr wisst meine Bemühungen zu schätzen. Die Geheimwaffe der Inquisitoren ist in der Tat mächtig. Der ehrwerte Ingvar sollte keine Probleme mit der Herstellung haben. Bei ihrem Einsatz ist jedoch Vorsicht geboten. Ich glaube, wir werden uns schon bald sehen. Es gibt so viele wahre Christen im Amschilas-Kloster. Wir freuen uns auf den Akt der Opferung. Untertänigst HK. Beim Zorn des Herrn. Ein Mönch aus Amschilas hat dem Kardinal die Formel für Schersken verraten. Das wird meine Vorgesetzten interessieren. Der Verräter wird seinen Kopf verlieren, wenn die Formel echt ist. Bürger von Königstein, die mit der Zahlung der Kirchensteuer im Rückstand sind. Mhm. Es war wahrscheinlich schon gerade der wichtige Hinweis. Königstein vom Metzger geliefertes Fleisch. Einiges. Schön viele Zungen. Lecker, lecker. Kein Beweis für die Ketzerei, von der die Gräfin sprach. Und Erlass. Kraft dieses Erlasses ernenne ich Pastor Josef Emmich zum Seelsorger der Gemeinde des Göttlichen Schwerts in Binde. Der Pater wird vor dem Bischof oder seinem Vertreter ein Glaubensbekenntnis ablegen und die ihm anvertrauten Pflichten übernehmen. Gemeinsam mit allen Rechten und Privilegien, die ihm das Kirchenrecht zuspricht. Ich wünsche euch Gottes Gnade im Überfluss, Hochwürden, und vertraue euch der göttlichen Vorsehung und der Obhut der ungnädigen Mutter Gottes an. Ja, den dicken Hinweis, den haben wir schon direkt zu Beginn gefunden. Noch ein Rätsel. Okay. Schersken. 3/4. Wer soll ich wissen, wie viel 4/10 sind? 2, 3, 4. So vielleicht. Dann 1 von Auge oder was das ist. 1. 1 von Halbmond, 2 von Sternchen und 2 von Kreuz. So, und dann? Ach so, Zutaten mischen. Die Stunde der Wahrheit. Unfassbar. Es ist tatsächlich Schersken. Der Kardinal hat mich angelogen. Er bekam das Schersken nicht vom Papst. Er macht es selbst. Wer hat mich sonst noch belogen? Nur ein Weg, das rauszufinden. Okay, wir müssen in die Unwelt. Wäre es nicht sinnvoll, erstmal den Schlüssel wieder zurückzugeben? Na, wobei, da unten steht schon der Unwelt-Prey-Automat. Wahrscheinlich kann ich auch direkt hier. Na, er steht vor der Tür. Ich weiß auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es aufgrund von Story etc. noch gar nicht möglich ist, den Schlüssel zurückzuhängen. Aber ich würde es trotzdem einmal ganz gern versuchen, bevor wir in die Unwelt gehen. Versuchen wir einmal, ob wir den Schlüssel zurückhängen können. Ich glaube es zwar nicht. Ich glaube, so deep ist das Gameplay denn doch nicht. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich so eine Story-Entscheidung, dass es geht und noch irgendeinen Einfluss hat. Wir gucken mal eben. Nee. Das, wie gesagt, hätte mich jetzt auch gewundert. Wäre aber ein cooler Kniff gewesen, wenn, ich sehe gerade, mein Greenscreen ist heute hier gar nicht so gut verdeckt, aber ich hoffe, es stört nicht allzu sehr.
Es wäre ein ganz cooler Kniff gewesen, wenn das vielleicht wirklich auch noch den Fortlauf der Story beeinflusst hätte. Aber es hat, glaube ich, auch erst zweimal geschellt oder war es dreimal. Also von daher haben wir noch ein bisschen Zeit, hier alles klar zu kriegen. So, da ist der Prey-Apparat. Ist natürlich ein bisschen strange, dass er hier jetzt eigentlich mitten auf dem Marktplatz mal eben in Trance verfällt. Danke aber okay. Für die Unbarmherzigkeit beim Kampf gegen meine Feinde, oh Herr. Okay, hier will er gar nicht in die Unwelt. Das ging doch immer an den Prey-Automaten. Okay, das ist strange. Warte mal. Gehe in die Unwelt. Gehe ich noch mal ganz runter? Noch so ein Apparillo, aber ich meine, der steht auch ziemlich offen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass wir an irgendeinen Apparat gehen müssen, der so ein bisschen. Alter, ist aber heute doch schlimm mit dem. Bewahre mich vor der Sünde der Barmherzigkeit. So, ich habe nochmal ein zusätzliches Licht angemacht. Den haben wir schon, ne? Ja. Also wie gesagt, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man halt so einen Apparat nehmen muss, der so ein bisschen in einer Nische steht. Weil es wäre schon ein bisschen strange, wenn er vor diesen ganzen Leuten hier in Trance verfällt, aber ey, ich schnall's gerade nicht. Das ist mal wieder so eine komplette Holzweg-Folge. Ich bin irgendwie die ganze Zeit gefühlt auf dem Holzweg. Gehe in die Unwelt. In der Bibliothek war ja nichts. Das haben wir ja gesehen. Oder hätte ich in der Bibliothek irgendwo in die Unwelt gekonnt? Habe ich da was verpasst? Wahrscheinlich, oder? Gut. Wir laufen nochmal zurück und schauen uns nochmal eben in der Bibliothek um, weil das ist gerade strange. Und es würde ja auch Sinn machen, wenn er es direkt in der Bibliothek macht. Weil wir haben ja auch noch nicht den Schlüssel abgegeben. Aber trotzdem, das ist so. Hier hätte er auf jeden Fall seine Ruhe, das zu machen. Und wahrscheinlich dann auch direkt oben im Büro. Gehen wir nochmal ganz hoch. So kann man übrigens auch Spielzeit strecken. Also für sich selbst. Nicht die Entwickler, sondern so kann man sich selber die Spielzeit strecken, wenn man einfach komplett lost ist. Da ist ein Kreuz, guck mal. Oh, ich sag da nichts zu. Vater unser aller König, nimm uns unsere Schwäche, damit wir nicht vergeben unseren Schuldigern. Und ziehe das Böse aus der Finsternis, damit wir es in deinem Namen besiegen können. Amen.
okay, eine etwas andere Unwelt. Setze die Läuterung ein, um sicher durch den Aetherschleier zu kommen. Der Aetherschleier löst sich eine Weile auf und du kannst gefahrlos vorbei. Um die Läuterung einzusetzen, musst du beten und behalten. Okay. Okay, okay. So, 1, 2, 3. Dann laufen wir erstmal hier die Route ab. Vorne ist auf jeden Fall ein Checkpoint. Da ist der Aether. Das Gute ist, dass die Jungs hier wirklich nicht die hellsten sind. Ah, nee, keine Zeit für Experimente. Wir laufen mal direkt weiter. Okay, 5. 5 Schreine gibt es wieder. Ich würde sagen, ich weiß auch nicht, hier, der hier ist ja. Der ist ja in greifbarer Nähe. Hallo. Licht, das war wahrscheinlich jetzt dieser der Dunst. Oh. Das funktioniert nicht. Okay. Das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen, dass Glubschi hier ist. Da ist er. Da müssen wir wohl mal eben kurz warten. Das nervt auch ein bisschen, ne? Okay, jetzt kommt er wieder klar. Ist ja, auf der einen Seite ist es okay, der hat uns ja eben so halb entdeckt, dass er dann eine Weile hier auf das Versteck guckt, ist in Ordnung, aber ich habe dann immer so das Gefühl und die Befürchtung, dass der sich irgendwie gebackt hat oder so und nicht mehr aufhört. Ich hörte, er kämpft. Gut hingegen ist meiner Meinung nach, dass sobald man hier den einen Hinweis gefunden hat in dem Gebiet, dass sich dann alles auflöst. Also, dass man nicht auf dem Rückweg auch nochmal rumstruggeln muss mit den Gegnern. So, da sind nochmal 3. Wo ist der 4. denn? 1, 2, 3, 4. Okay. Ich würde sagen, wo komme ich da denn hin? Gibt es hier irgendwie einen Zwischenweg, den ich übersehen habe? Wir gucken nochmal. Glubschi ist auf jeden Fall am Start. Ja, und der sucht auch. Bin mir gerade unsicher, weil das irgendwie so aussieht, als ob es kein... Nee. Okay, dann geht's irgendwie auf einem anderen Wege dann. Wir haben hier 2 Abzweigungen. Ich würde tatsächlich erstmal... Na, von der kommen wir, dann laufen wir darüber und den 5. da hinten, den finden wir schon noch irgendwie. So. Sehr gut. Checkpoint und wir können unsere Energie wieder auffüllen. Das heißt, wenn wir jetzt geglubscht werden, brauchen wir den ersten Hinweis schon mal nicht mehr. Das ist doch schon mal ganz gut. So. Jawollo. Weiter geht's. 1, 2. Was? Nicht dein Ernst. Gut, dass gerade ein Checkpoint war. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass man von diesen doofen Treppen runterfallen kann. Okay, also
lieber nicht stumpfsinnig durch die Gegend beten. So, provozieren müssen wir es ja auch nicht. Okay, es hat hier gerade wieder so komisch gerumst. Deshalb gucken wir mal lieber eben kurz. Ja, Glubschi ist wieder da. Schaffe ich. Ich versuch's einfach. Schlauer als du, so viel ist sicher. Okay, damit ist auch dann der Nebel und das ganze Kruppzeug weg. Sehr schön. Glubschi ist aber noch da, ich höre ihn. Blop, 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 blop. So, hier geht's weiter. Mit einem Checkpoint. Sehr gut. Okay, wir haben 2 von 3, ne? Dann müsste es weitergehen. Da ist noch einer. Da ist einer. Da ist einer. Kommen wir aber so direkt nicht hin. Also, ich gehe einfach mal den vorgegebenen Weg weiter. So, hier müssen wir wieder aufpassen. Glubschi ist nämlich schon da. Halleluja. Ah, ätzend. Laufen wir hier erstmal ins Helle. Also was tatsächlich ein bisschen anstrengend ist, ist, dass man relativ leicht an diesen Steinen und so hängen bleibt. Das stört ein bisschen. So, einer ist da ganz hinten, da weiß ich noch überhaupt nicht, wie wir es machen sollen. Oh. Einfach mal eben vorsichtshalber unterstellen. Der Typ ist mir nämlich ein bisschen zu nah dran. Oh. Und das meinte ich vorhin, ne? Manchmal finde ich, hakt seine Glubschi-Einstellung so ein bisschen, so wie jetzt gerade, wo ich dann immer nicht sicher bin, hat er sich irgendwie festgegangen, weil das so eine unnatürliche Bewegung dann ist. So, warte mal. Da geht's weiter. Sollten wir uns vielleicht auch mal eben schon mal raufstellen. Ich glaube, auf diese Brücken leuchtet er nicht. Sagte er und wurde fast gesehen. So, wir haben 3 von 5. Da ist einer noch direkt vor uns und der andere ist da ganz hinten. Ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal ganz normal hier weiter. Und um den letzten machen wir uns dann danach Gedanken. Sehr schön. Auf jeden Fall die Checkpoints hier gut verteilt. Da kannst du nicht meckern. Und das ist auch immer sehr beruhigend. Weil selbst wenn wir jetzt verkacken, haben wir die 3 auf jeden Fall schon mal in der Tasche. Da ist dann alles gut. So, Glubschi ist da hinten. Da kommen wir her. Also geht's hier irgendwie weiter.
Da ist einer. Der macht mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen, weil ich gerade noch überhaupt keine Vorstellung habe, obwohl doch vielleicht darüber gleich. Der andere, der müsste da vorne schon sein. Okay. Ah, okay. Räumen wir hier mal eben ein bisschen auf. Dann haben wir mehr Ruhe und können uns besser umsehen. So, den da können wir auch noch eben wegmachen. Solange Big Lord Glubsch hier nicht angetanzt kommt, ist ja alles cool. So. Da hinten einer. Der andere dort. Zu dem da könnte ich mir vorstellen, ja gut, da geht's wieder zurück. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Hier ist viel von dem Nebel. Ah, fuck it. LB wäre das gewesen. Okay. Also können wir die auf jeden Fall von hinten erst sneaken. Das ist doch schon mal ganz, ganz süß. So. Ich glaube, Glubschi ist bisher noch nicht hier angetanzt. Okay, das klappt gut. Rennen wir direkt durch. Sehr gut. Was zur Hölle soll ein Blinder denn mit einem Schachspiel? Ein Blinder und ein Schachspiel. Was soll uns das denn jetzt schon wieder sagen? So, und der letzte Punkt, der ist da hinten. Ich würde pauschal sagen, wenn wir hier lang gehen, müssten wir da hinkommen. Wenn es jetzt unterwegs noch einen Checkpoint gibt, ey. Mashallah. Das wäre ja das Allergeilste. So. Da ist es. Jetzt könnten wir noch. Ja, den knüppeln wir mal eben wieder. Ich passe jetzt echt immer ganz genau auf, wie ich laufe. So, die Frage ist ja jetzt, wie kommen wir da hin? Hier ist der Start. Ungefähr, oder? Aber hier sind auch Viecher. Kommen wir da hinten hin? Das gibt's doch gar nicht. Okay, also wenn irgendwie, denn tatsächlich über diesen Weg. Weil guck mal, da, von da aus gibt es gar keinen wirklichen Weg dorthin. Also muss es eigentlich irgendwie hier eine Abzweigung geben, die ich bisher übersehen habe. Ja, machen wir mal eben den Typen hier noch satt. So. Okay. Oh, was hat er denn da gerade gemacht? Ja. Oh. Big Glubschi hat schon gar keinen Bock mehr, wollte ich gerade sagen. Das war jetzt der Kleine. Okay, ja, das ist wenig aufschlussreich.
Also der Älter, der hat sich schon komplett verpisst. Der hatte keinen Bock mehr. Dem war das alles jetzt schon zu langweilig. So, boah, der Typ, der braucht so lange, ey. Lass ihn mal einfach machen. So, zum Start zurück. Wenn ich mich jetzt nicht irre, kommen wir hier rüber. Da hinten ist er. Da ist er aber komplett auf dem Holzweg, ne? Ich meine, umso besser. War ja jetzt easy going für uns. So. Das haben wir solide geschafft, würde ich sagen. Mal sehen, was das wieder für neue Erkenntnisse bringt. Horchen wir mal. 2, 3. Nicht mal ein Kind würde glauben, was du ihm über den Dolch erzählt hast. Und deine Geschichte war besser, oder wie? 4 Fünfen. Fick dich. Meine Geschichte war die einzige, die glaubwürdig war. Eure war nur zum Arsch abwischen gut. Hauptsache, wir haben die Aufgabe erfüllt, für die wir gut bezahlt wurden. Eine einzelne 2. Ich war besorgt, Montle würde ihm was erzählen. Sie weiß doch gar nichts. Außerdem würde sie ohne die Erlaubnis der Gräfin nie das Maul aufreißen. 3 Sechsen. Ob er so schlau ist, wie alle sagen? Schlauer als du, so viel ist sicher. Verdammt, nur ein paar Einsen. Ich hörte, er kämpft gut. Er wäre kein Gegner für uns. Ha! 5 Vieren! Der Kommandant der Soldaten des Kardinals sagte, er habe eine leere Karte aus St. Timerius Kartenspiel gezogen. Was soll das bedeuten? Und was bedeuten die 3 Könige, die der Kardinal, Ingvar und Reuchlin vor ein paar Jahren zogen? Das hat keine Bedeutung, ihr Trottel. Sie sind keine Könige geworden, oder? 4 Zweien. Die können mich alle mal. 3 Dreien. Schade, dass du kein Geschäft mit dem Blinden gemacht hast. Ich hätte ihm das Schachspiel verkauft, wenn das Mädchen nicht gewesen wäre. Die kleine Göre sah sofort, dass die Bauern beschädigt waren. Was zur Hölle soll ein Blinder denn mit einem Schachspiel? Wen kümmert's? Wer hat gewonnen? Niemand. Jeder hat 63 Punkte. Unmöglich. Du hast geschummelt. Es ist immer das Gleiche mit euch. Fickt euch beide. Die gesamte Umwelt wird mich noch umbringen. Die Drillinge haben mich veräppelt. Dafür werden sie bezahlen. Diese verdammten Feuersteins. Fingelsteins. Oder wie immer sie hießen. Oh, das dritte Klingeln. Die Glocke läutet 3-mal. Die Messe ist gleich zu Ende. Höchste Zeit, die Schlüssel zurückzubringen. Okay. Nun macht das Ganze auch wieder ein bisschen Sinn. Ich habe vorhin einfach wieder viel zu kompliziert gedacht. So einfach geht's. Und die Drillinge, die sind fällig. Und raus hier. Jetzt nehmen wir wieder schön die Hintertür, packen die Schlüssel weg und hoffen das Beste. Der Kardinal ist wahrscheinlich schon komplett heiser. Guck mal, jetzt wird's langsam auch schon dunkel, ey. Wie lange hat er denn abgebetet? Naja, gut.
Man hört ihn auf jeden Fall noch. Mauern und Dächer aus Fliesen werde ich bauen gegen euch. Eure Tore werde ich mit Rammen durchstoßen und eure Türme einreißen mit eisernen Haken. Der Staub meiner vielen Räume. So, muss er nicht hier auch wieder was zurückpacken? Ja. Das Brüllen meiner unbesiegbaren Armee wird eure Mauern erschüttern. Sehr gut. Ich werde eure Städte erobern, eure Schätze rauben und. Beim Schwert des Herrn. Die Messe ist zu Ende. Zeit zu gehen. Gut, verlassen wir das Ding einfach hinten raus. Ist, glaube ich, das Beste, oder? Ein roter Mantel. Okay, eine Gestalt im roten Mantel. Hinterher. Da läuft er. In die Seitengasse ist er rein. Mal sehen, wohin der Tunnel führt. Spur von dem roten Mantel. Der Mummenschanz hat begonnen. Das Fest ist in vollem Gange. Endlich Mummenschanz! Mensch, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Aber das werden wir uns erst beim nächsten Mal. Oh, jetzt habe ich mein Mikro umgehauen. Beim nächsten Mal geben. Das war eine rätselhafte Folge, möchte ich fast sagen. Und eine Folge, in der ich auch ab und zu mal wieder voll auf dem Holzweg war. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen da lassen und gerne auch ein bisschen kommentieren. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.